gerade, ist schon warm. Hallo, meinem Kanal Kai in Thailand. Heute sind wir wieder unterwegs mit dem Motorrad. Wir wollten uns eigentlich im Restaurant treffen mit einem Kollegen. Jetzt hat das Restaurant zu. Heute ist so ein buddhistischer Feiertag. Hängt ein bisschen zusammen mit dem Vegetarian Festival. Und jetzt warten wir hier an einem Supermarkt. Ist einer dabei mit einer Royal Enfield Seitenwagen. Echt cooles Moped. Zeig's euch mal. Ich bin Kuraburi und Restaurant vom Kollegen vom Joey, der gehört auch zu denen zum Club. Das ist irgendwie ganz witzig, die meisten Restaurants oder meisten Kneipen haben jetzt alle zu irgendwie durch dieses Vegetarian Festival. Oder heute ist auch so ein, ja, man gedenkt den Toten und da sind halt ganz viele Leute im Tempel. Bis jetzt auch sind wir gerade vorbeigefahren, fast jeder Tempel ist echt voll mit Leuten und von daher. Da haben die halt zu, die telefonieren einfach mal und sagen, du, wo kann man hin? Ist offen, hast offen? Ja, nee, eigentlich nicht, aber wenn ihr kommt, mache ich auf. Also wenn ihr kommt, mache ich auf. Ist echt witzig so. Normalerweise ist das auch Restaurant Mukrata am Abend. So, jetzt fahren wir noch zurück, jetzt haben wir ein bisschen was zu essen gehabt. Hat das Restaurant zu, dann haben wir, oder was heißt, er hat dann wo angerufen. Die haben uns was zu essen geliefert. Wir fahren jetzt zurück nach Khao Lak, und zwar Pakarang. Da ist irgendwie eine, wo bei uns dabei ist, ist ja auch ein Künstler. Und die malen Bilder in den Sand. Keine Ahnung, was uns da noch erwartet, aber gucken wir uns natürlich an. So, hier kann man jetzt sehen, die Royal Enfield ist leider stehen geblieben unterwegs, wollte nicht mehr und bei uns bleibt ja keiner zurück, von daher wird er dann halt, da es ja keinen Abholdienst gibt oder ADAC, wie man das in Europa kennt, ja, wird er dann halt mit dem Fuß weitergeschoben bis nach Hause, waren dann noch ein paar Kilometer, aber Gott sei Dank nicht mehr allzu weit, von daher, ja, so macht man das in Thailand. Fuß an den Auspuff und dann wird schön geschoben. Jetzt sind wir am Strand in Pakarang, das ist da hinten, ist Apsara in Khao Lak. Müssen wir jetzt noch durch den Fluss laufen. Da fegen die ihr Muster in den Strand. Ist schon lieber? Nicht wirklich, gell? Ja, ich gehe mal geschwind über. Aber auch witzig, der Fluss normalerweise kommt der hier vorne raus. Der hat sich irgendwie einen neuen Weg gesucht und läuft jetzt hier lang. Oh, der Jürgen läuft so durch. Dem sind seine Schuhe egal. Boah, ist sehr angenehm, ja.
mich jetzt fragt, warum die das hier machen, so Beach Art. Ich habe gerade gefragt, sagt er, ja, jeder macht halt das, was er machen kann. Werbung für Kaolack ein bisschen. Ich fliege hier mit der Drohne rum, wäre wahrscheinlich dann Facebook und keine Ahnung, die Bilder reinsetzen. Und da gibt es seiner Aussage nach hier noch keine in Thailand. Und die haben einfach auch Spaß drauf. Jetzt wird es aber wirklich Zeit heute. Heute war ein langer Tag. Wenig Kilometer gefahren, aber lustig war es trotzdem. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran. Und bis bald in Thailand. Tschüss.